Das ist der Blick über St. Wendel, eine der wichtigsten Städte im ganzen Saarland. Und was wäre St. Wendel ohne Volker Müden? Ich grüße dich, Volker. Hallo, Sven. Ja, wir sind heute in St. Wendel. Wir sind natürlich am wichtigsten Punkt von St. Wendel, der Globusmarkt. Und mitten im Globusmarkt noch ist die Außendarstellung noch nicht montiert. Gibt es ein nagelneues Müden-Geschäft von Volker Müden? Ja, da vorne ist es. Ja, wir sind jetzt hier ganz neu im Außenbereich. Die Mythenreinigung war früher innen. Jetzt haben wir ganz neue Räumlichkeiten bekommen und eingerichtet sind wir jetzt schon fast komplett, so dass wir uns jetzt auch demnächst mit der Außenansicht beschäftigen werden. Hier sind Bauanträge schon gestellt. Wir dürfen ja nichts mehr machen ohne Bauantrag. Aber die Genehmigungen von Globus sind erteilt. Wir dürfen eine schöne Außenwerbung anbringen. Und das ist auch wichtig, dass wir hier auf dem Parkplatz besser gesehen werden. Vor allen Dingen geht es jetzt auch darum, die dunkle Jahreszeit fängt jetzt an. Im Sommer war es kein Problem. Da haben wir die Fenster alle mit Leuchtrahmen beschriftet. Das ist dann gut sichtbar. Aber jetzt zum Winter, glaube ich, verträgt der Laden oben eine schöne Werbung. Ja, so ist es. Da sind wir. Ja, alle Aktionen, die man kennt, du hast mittlerweile 8 Läden. Seitdem wir zusammenarbeiten, ist die Anzahl deiner Läden stark gestiegen, muss man sagen. Hemd 1,99 € jeden Samstag, das ist eine der Aktionen. Wichtig ist natürlich die 20% Bonus mit der Abokarte. Das wird auch oft genommen. Ja, das kam hier am Anfang bei den neuen Globus-Filialen, die wir haben. Stößt das noch ein bisschen auf Unverständnis, weil früher wurde der Bonus direkt auf dem Kundenticket abgezogen. Der Kunde hat also 10 Euro bezahlt und hat dann auf dem Ticket gesehen, aha, ich habe meinen Rabatt. Hier bei uns ist es jetzt neu, dass wir den Rabatt, sprich den Bonus von 40 Euro, direkt auf die Abokarte aufladen. Der Kunde zahlt 200 Euro und erhält eine 240 Euro Abokarte von uns. Genau, das haben wir das letzte Mal auch ein bisschen klarer gestellt, wenn wir reingehen. Es ist unglaublich hell hier. Du konntest hier ganz viele Dinge realisieren, die in den anderen Läden teilweise nicht möglich waren, allein aus Platzgründen. Ja, hier haben wir natürlich den Luxus, dass wir hohe Räume haben. Die haben wir auch nicht abgehängt. Im Sommer ist das sehr von Bedeutung, weil die Wärme direkt nach oben geht. Dann ist das Raumklima wesentlich besser. Wir arbeiten hier auch mit Tageslicht. Und von daher ist es für die Mitarbeiter sehr positiv. Ich öffne mal hier unseren Verschlag. Wir gehen mal hier in die Heiligen Hallen, mal so leicht dahinter. Genau, und hier die Räumlichkeiten ist eigentlich was ganz Tolles, denn wir haben hier nur ein Rechteck oder ein großes Quadrat und ohne Winkel, ohne Mauern drin und konnten hier also alles freistellen. Wir haben gerade vor ein paar Wochen ein neues Kleiderband geordert. Wir haben hier auch ganz andere Bügeltische. Hinten haben wir auch, wo die Mitarbeiter jetzt stehen, einen ganz neuen Bügeltisch. Also hier in dem Laden ist jetzt so das neueste Equipment, was wir haben. So, sie ist gerade dran. Hier wird was aufgefrischt oder wie nenne ich das? Das nennen wir Bügeln. Das nennen wir Bügeln. Ja, das ist das Finishen. Das heißt, es gibt einmal das Bügeln auf dem Bügeltisch. Da wird es glatt gebügelt. Komm mal kurz herum. Nachdem es dann auf dem Bügel hängt, schauen sich die Mitarbeiter das Teil nochmal an und dann werden nochmal kleine Korrekturen vorgenommen, so dass, wenn der Mitarbeiter das Teil rundherum dreht, er damit absolut zufrieden ist und dann geht es in die Verpackung und ins Kleiderband. Ja, ich darf Sie mal kurz fragen, wie Ihr Name ist? Ulrike. Ulrike, ist es schön hier zu arbeiten? Ja, sehr schön. Sie haben jetzt unglaublich viel Tageslicht, das heißt also, man sieht auch mal, wenn die Sonne scheint, wie es draußen ist, oder? Ja, das ist schön, das ist wunderschön. Können Sie mir mal kurz verraten, in welchem Ort Sie wohnen, privat? In Hirstein. Ist das weit weg von hier? Nein, 8 Kilometer. 8 Kilometer. Die Leute, die meisten, die hier wahrscheinlich was reinigen lassen, die kommen ja aus der Nähe von St. Wendel? Oh, auch aus unserem Ort, ja. Wo ich herkomme, sind schon ein paar Kunden da gewesen. Okay. Hm? Was ist denn so das Schöne am Reinigen? Ist das so, dass die Leute, man kriegt unglaublich viele Stories mit, also, oder... Geht so. Ja, also einfach ist der Kundenverkehr und auch wie die schön neu die Sachen und sauber wieder die Leute zurückbekommen. Strahlende Augen. Ja, unter anderem auch, ja.
Ja, ihr habt ja viele Männer, die lassen hier die Hemden machen, ja. Oder Frauen geben die auch ab, das heißt Blusen und so weiter. Ja. Es gibt viele Dinge, ich sag mal, das ist schwierig, die zu Hause zu machen, zu bügeln, ist viel Aufwand. So ein Hemd, wenn man das zu Hause bügelt, Viertelstunde oder wie lange braucht man? Ja, Viertelstunde, 20 Minuten braucht man schon auf einem normalen Bügelbrett. Und wie lange braucht ihr? Boah, also ich so 5 Minuten. Wenn ich es von Hand bügle, so 4, 5 Minuten. Genau, ihr habt doch einen speziellen Bügeltisch, also da geht es viel schneller. Ja, durch das man ansaugen kann und auch hochblasen und dann geht das ratzfatz. Die Ulrike, ja, da ist sie. Wir gehen aber kurz zurück. Volker, wichtig ist, die Mitarbeiter sind alles Profis, das heißt, wir reden hier nicht von Aushilfskräften. Nein, die Mitarbeiter sind schon lange dabei, gerade die Ulrike ist schon ein langjähriger Mitarbeiter, die kennt das Unternehmen schon seit über 25 Jahren. Hier arbeiten wir jetzt auch mit einem, die Mitarbeiter nennen ihn Master, wir sagen Hemdenkabinett. Und der wird hier von der Filialleiterin momentan, von der Jenny, bearbeitet. Genau. Ja, das sieht unglaublich toll aus. Es geht auch sehr schnell. Es sind 2 Schritte, oder, die notwendig sind? Jawohl, genau. Es geht super. Einwandfrei. Wahnsinnige Arbeitserleichterung. Ist einwandfrei. So, du bist natürlich die Jenny, du bist hier die Filialleiterin. Ist es manchmal schon ziemlich hektisch? Ja, das heißt meistens morgens, oder? Ja, aber das brauche ich meistens auch. Also so gesunder Stress brauche ich immer, dann ist für mich alles okay. So, und wenn du mal kurz mal sagst, was du jetzt genau gemacht hast. Du hast jetzt erstmal den Kragen, oder? Den Kragen und die Manschetten habe ich schön gepresst, damit das gleich, wenn das hier an der Puppe angezogen wird, richtig ordentlich aussieht. Wenn noch irgendwas zu sehen sein sollte, machen wir das nachher am Bügeltisch. Das Hemd ist noch feucht? Jawohl. Bitte, Walter deines Amtes. Hier ist gerade ein Hemd fertig geworden, oder? Jawohl, genau. Das sieht man jetzt, also es ist soweit ganz okay, aber wir gehen immer noch alles, was wir dann noch sehen, auch hinten, genau, wird dann alles nochmal nachbehandelt und korrigiert. Ich bin mal unglaublich gespannt, wie das gleich aussieht. Das heißt, das hat nichts mit den Sachen zu tun, die du so siehst bei Amazon von Siemens für, keine Ahnung, 500 Euro, die Aufblaspuppen. Nee, die hier, die machen ruckzuck. Ja, die machen ruckzuck, verbrauchen natürlich dementsprechend auch Energie. Wir sind hier bei 20.000 Watt pro Einheit. Und das muss erstmal auch vom Lieferanten, wenn wir ein Ladenlokal anmieten, ist das erstmal die Frage, wir haben riesige Schaltschränke, dass das überhaupt gewährleistet ist. Insgesamt haben wir hier einen Anschlusswert in der Filiale von 95 kW, 1000 kW. Echt? Das heißt, ja, das kann also normaler Anbieter auch sehr schwer liefern. Wenn, dann braucht es spezielle Schränke und auch spezielle Zuleitungen. So, jetzt ist sie fast fertig. Das heißt, das Hemd war jetzt ein bisschen schwieriger, nehme ich an, oder? Ja. Das ging jetzt? Kein Problem. Das ist kein Problem. So, da wird das da vorne eingespannt. Genau. Eigentlich ein Traum für jede Frau oder für jeden Mann. Gut, da ich eh gern bügel, ja. Du bügelst gern? Ja. Quatsch, echt? Ja, genau. So, jetzt wird es aufgeblasen. Selbst zu Hause die Geschirrtücher, wo ich ausgelacht werde. Also was ihr da jetzt zu Hause nicht merkt im Moment, es wird so ein bisschen feucht, schwül. Genau. Okay, das heißt, dass natürlich jetzt die Feuchtigkeit rausgeht aus dem Hemd. Genau, ganz genau. Es wird jetzt schön trocken dadurch und ja. Und das dauert wie lang? Ein paar Sekunden. Jetzt fertig? Schon fertig. Wir probieren Hemden innerhalb von, im Sommer schaffen wir es bei 30 Sekunden und im Winter benötigen wir 45 bis 50 Sekunden, weil die Hemden etwas dicker sind. Die Hemden kommen feucht aus der Waschmaschine auf dieses Gerät drauf und werden dann direkt in Form gebracht. Das ist doch der Unterschied der Hausfrau zu Hause. Die Hausfrau muss das Hemd trocken bügeln, muss sehr viel Druck auf das Hemd geben und wir bringen die Temperatur und den Druck von innen. Das könnte auch der Hausmann sein, also mal zur Ehrenrettung. Ja, natürlich. Wir haben viele Hausmänner, die uns auch mit Tipps und mit Ratschlägen kommen, die wir gerne aufnehmen. Also natürlich, Männer und Frauen sind hier gleichgestellt. Das Thema Datenschutz ist natürlich ganz groß. Hier kann man nicht sehen, wie derjenige heißt, den das Hemd ist. Jeder hat eine Nummer. Das heißt also, ja, da ist unglaublich großen Wert drauf gelegt. Natürlich, wir hatten vorher auf allen unseren Tickets den Namen drauf. Das haben wir jetzt aus datenschutzrechtlichen Gründen weggemacht. Bei manchen Kunden, die wollten auch nicht, dass der Name draufsteht. Wir persönlich empfinden es weiterhin schön, wenn der Herr Müller reinkommt, dass wir sagen, hallo Herr Müller. Und wenn der Herr Müller geht, dann wünschen wir dem Herrn Müller auch einen schönen Tag.
ist es so, das ist jetzt eine normale Waschmaschine, ich frage mal so? Das ist eine Industriewaschmaschine, dort werden also auch Federbetten gemacht. Aber nass. Die werden nass gemacht, wir nennen diese Maschine, das ist Wet Cleaning. Das heißt, das ist wie in der Textilreinigung sagen wir Trockenreinigung, hier sagen wir jetzt Nassreinigung dazu. Wir können hier bis zu hochwertigen Anzügen bearbeiten. Also das gleiche Verfahren wie in der Textilreinigung machen wir hier im Nassbereich. So, ich gehe mal kurz vorne hin, dass die Leute auch mal verstehen, was eigentlich eine chemische Reinigung bedeutet. Ist da noch Chemie im Einsatz bei euch? Ein bisschen? Ja, hier arbeiten wir jetzt nicht mehr mit dem Lösemittel Peer, sondern hier arbeiten wir jetzt schon mit dem Nachfolgemodell. Das ist KWL. Hier vorne liegen zurzeit auch gerade 500 Hemden. Das kommt durch unsere starke Hemdenaktion. Die werden, es ist jetzt ein bisschen irrtümlich, dass die von der Reinigungsmaschine stehen. Die sind jetzt hier nur geparkt, weil hinten kein weiterer Platz ist. Aber so 500 Hemden an einem Wochenende, das ist dann schon ein starker Zulauf. Und die Textilreinigung, die ist dann nicht so stark in den Artikeln. Der Hauptanteil ist natürlich, was die Menge ausmacht, Hemden. Und die Textilreinigung, da liegen wir circa bei so 20-30% Wareneinsatz. Ja, das ist ein starker Tisch. Du selbst bist ja auch Textilreinigungsmeister. Wichtig ist ja, Flecken zu entfernen, aber dabei ist immer ein großes Risiko. Ihr wisst, was ihr macht. Ja, das hier ist die Königsklasse. Das ist natürlich, wenn man jetzt gerade dieses gelbe Mittel sieht, da steht Ferrol drauf, das ist ein Rostlöser. Also der darf nicht in falsche Hände kommen. Da langt also ein Tropfen auf einem normalen Textil und dann ist die Farbe Feierabend. Weg. Ja, dann ist das Textil hinüber. Hier vorne liegen jetzt zum Beispiel auch links, liegen dann so Spezialsachen. Da gehen dann, das ist auch die Jenny als Filialleiterin, die nimmt sich die Sachen dann alle persönlich vor. Hier unten haben wir jetzt zum Beispiel auch einen Hut mit Lederband drum. Also hier werden dann so diese Spezialsachen gemacht, die man nicht einfach in die Maschine reinwerfen kann. Ja, ihr habt auch ziemlich große Sachen, die man reinigen kann, unter anderem Teppiche. Da habt ihr einen eigenen Service? Ja, wir haben eine eigene Teppichreinigung in Völklingen. Wir bearbeiten die Teppiche im Wochenrhythmus. Das heißt, der Kunde kommt, dienstags werden die Teppiche geliefert und auch abgeholt. Und in dem Rhythmus wissen die Kunden das. Und im Wochenrhythmus wird das hier auch sehr stark frequentiert. Das hier ist also eine Filiale, die im Aufbau ist. Von daher sehen wir, wie es wöchentlich nach oben geht, wo Kunden also den Service nutzen. Und das war früher ein bisschen Brachland. Von daher sage ich, ist hier St. Wendel eigentlich eine Filiale mit fast dem größten Potenzial für uns. Du selbst hast St. Wendel übernommen, muss man sagen. Also das war nicht mal in deiner Hand. Du bist jetzt wie lange hier am Ball in St. Wendel? 15. Mai haben wir es aus einer Konkursmasse übernommen und betreiben den Laden jetzt, haben dann sehr viel investiert. Erstmal das alte Inventar alles rausgeschmissen oder fast alles rausgeschmissen. Neu gemacht, auch jetzt das Kleiderband, was wir hier stehen. Das musste alles hier vor Ort angefertigt oder angepasst werden. Das kam direkt aus Italien und wir arbeiten mit einem Lieferanten zusammen, das ist die Firma Multimatic. Die sitzen in Melle, das sind dann auch 500-600 Kilometer von hier. Also alles, was wir kaufen und aufbauen, ist immer mit sehr viel Aufwand verbunden. Ja, sehr schön, Volker. Wir erklären mal ganz kurz die Abokarte, dass man es mal sieht. Man kann viel Geld sparen, indem man 200 Euro dir gibt und du gehst sogar hin und bewahrst die ordentlich auf. Als die Insolvenz hier war, da gab es viele Abokarten, da hast du die Werte übernommen. Ja, wir haben für 124.000 Euro haben wir alte Abokarten übernommen. Die hätten wir laut Insolvenzverwalter nicht übernehmen brauchen. Wir haben den Kunden aber gesagt, lieber Kunde, du bist uns so wertvoll, du kannst mit deiner nicht mehr gültigen Abokarte trotzdem zu uns kommen. Wir lösen die Abokarte ein, wir leiden immer noch drunter, es kostet uns halt sehr viel Geld und sehr viel Energie. Und wenn man sieht, dass die Mitarbeiter jetzt an einem Wochenende 500 Hemden machen und in der Kasse sind dann vielleicht nur 40 oder 50 Hemden, die wir bezahlt bekommen, dann tut uns das schon sehr weh. Das wird aber besser. Ich denke, irgendwann sind die alten Abokarten alle weg. Und dann heißt es, ich zahle 200 Euro, bekomme 240 Euro gutgeschrieben
und kann die 40 Euro praktisch für Umme dann verbrauchen. Und die Preise, die sind alle unter der Berücksichtigung dieses entsprechenden Rabattes. Hier vorne sieht man es, also das Hemd kriege ich zum Beispiel für 1,99 Euro, glaube ich, samstags. Samstags, dann haben wir noch eine Frühtauaktion. Das heißt, wenn der Kunde bis um 10 Uhr kommt, bieten wir Hemd, Pulli, Hose, Rock zu einem vergünstigten Preis an. Den gleichen Preis machen wir dann auch nochmal in der Happy Hour ab 19 Uhr. Und ansonsten sind unsere Preislisten, wir arbeiten nicht mit 4, 5 verschiedenen Preisen. Bei uns gibt es einen Preis, der ist hart kalkuliert. Und da geben wir die 40 Euro Sofortrabatt auf die Abokarte. Und dann kann der Kunde selber entscheiden, was er mit der Abokarte macht. Des Weiteren haben wir dann unsere Happy Days, wo wir jeden Tag ein anderes Angebot machen. Das hat hier am Anfang in St. Wendel, war das ein bisschen Neuland, das Ganze, aber es fängt jetzt an, wo die Kunden sagen, ach Mensch, nein, das ist mein Brautkleid, das bringe ich dann freitags oder mein Anzug bringe ich samstags. Also das wird jetzt langsam zum Tragen kommen, weil das sind dann doch sehr, sehr günstige Preise und der Kunde weiß, wenn er was sparen möchte, sucht er sich einen Tag aus und dann klappt das. Was hat denn das für einen Sinn, dass du da Sonderpreise an bestimmten Tagen machst? Ist es so, dass du etwas stärker planen kannst? Ist das ein Grund? Ja, das ist einmal für die Mitarbeiter gedacht. Es ist auch für den Kunden gedacht. Der Kunde, der jetzt zum Beispiel die Damen, gehen wir mal auf den Montag, da haben wir Röcke im Angebot und Kleider und die Damen, früher wurden die Angebote eigentlich gemacht und die Herren waren immer bevorzugt und die Damen haben gesagt, macht ihr für uns nichts. Und jetzt möchten wir damit auch ausdrücken, montags ist zum Beispiel bei uns Ladies Day, da machen wir nur Angebote für die Damen. Da bin ich aber nicht einverstanden mit als Mann. Ja, aber dafür ist ja dann am Samstag der Anzug für den Herren da. Ich zeige das mal gerade, da vorne ist es. Ja, Brautkleider, da habt ihr einen speziellen Preis, da hast du mir erzählt, da seid ihr unschlagbar. Also zumindest ist ein sehr guter Preis. Man kriegt tatsächlich für 62,50 Euro das Brautkleid gereinigt. Was ist da alles mit drin? Ist da im Prinzip das Brautkleid nur einmal in die Waschmaschine stecken? Nein, um Gottes Willen. Wir können da hinten mal schauen, wenn wir hier mal weitergehen. Wir verpacken die Brautkleider also auch in speziellen Hüllen. Okay. Wir haben hier Hüllen, so dass der Kunde, die Hüllen kann man bei uns käuflich erwerben. Das ist für die Kunden also auch gedacht, die jetzt geheiratet haben und dann sagen, Mensch, ich mein Brautkleid, ich möchte... Bis zur nächsten Heirat, Beweis auch. Nein, aber die meisten Kunden sagen, ich kann es eigentlich verkaufen, weil ich heirate nicht mehr. Der Kleinanzeige. Ich bin jetzt glücklich, genau. Und dann geht das Kleid und dann sieht es einfach besser aus, wenn es in einer ordentlichen Hülle ist. Der Kunde bekommt von uns ein Zertifikat, wenn es gewünscht ist, dass es fachgerecht gereinigt ist. Und dann hat das Ganze eine höhere Wertigkeit und der Kunde erzielt auch höhere Preise. So, sie will durch, aber sie muss unbedingt die Abmoderation noch machen. Jawohl. Jennifer, Jenny, ja. Wenn du mal so lieb bist, den Leuten mal sagst, wie und wann die Öffnungszeiten sind. Montags bis freitags? Ja, montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Morgens haben wir die Happy-Hour-Zeiten von 8 bis um 10 und abends nochmal ab 19. Samstags geschlossen? Samstags haben wir auch auf. Immer von 8 bis 20 Uhr und wir haben sogar noch den Hemden-Samstag. Okay, das war Spaß. Also ihr seid montags bis samstags durchgehend geöffnet, 8 bis 20 Uhr. Parkplätze sind kostenlos vor der Tür? Genau, prima. Das ist super Anbindung hier. Wie gesagt, man kann direkt vor uns parken, hier reinkommen, schnell seine Sachen abholen oder bringen, einwandfrei. Was ist denn so schön, bei der Firma Müden zu arbeiten? Also ist das ein Family-Betrieb? Mir gefällt sie einfach generell sehr gut. Also wie gesagt, ich habe hier alles, was selbstständig ich gerne arbeiten. Mag. Genau, es ist, die Fleckenbehandlung ist eins, was ich am liebsten mache, der Kundenkontakt. Ich kann das überhaupt nicht verstehen. Bügeln, Flecken reinigen ist ein Hobby. Gibt es sowas? Genau, und deswegen bin ich hier, glaube ich, ganz richtig. Sehr schön, vielen Dank. Dankeschön. So, Volker, komm, wir gehen mal raus, dann zeigen wir nochmal den schönen Herbst. Neue Ideen von Volker Müden. Ja, Volker, du hast einen Kalender kreiert. Da vorne ist er in der Hand. Das ist erstmal ein Kalender, da sind alle Feiertage eingetragen. Da kann man sehr schön Planung machen. Kalender kriegt man ja überall, das ist nicht das Thema. Aber wir haben das jetzt hier zum Anlass genommen. Im Übrigen wurde er von euch entworfen, dieser Kalender. Also auch gesetzt und das Design ist von euch gemacht worden. Im Zuge dessen möchte ich auch mal die Frau Capella ganz herzlich grüßen, mit der ich sehr gerne zusammenarbeite. Und hier wurde jetzt ein Kalender kreiert, dass wir mal gesagt haben, der Kunde hat drei Schwerpunkte. Der will einmal wissen, wann gibt es unsere
Happy Days, wann sind die Zeiten, wann kann ich meine Jeans bringen. Das haben wir hier also mit auf den Kalender draufgebracht. Hier haben wir die Happy Days, wann jeden Tag ein Angebot ist. Das drücken wir auch hiermit zum Ausdruck, dass wir das 2020 das ganze Jahr über machen. Und ganz oben ist unsere Abokarte nochmal in 3-4 Punkten erklärt, weil da ist auch oft die Frage, wie funktioniert das mit der Abokarte. Den Kalender kann man sich aufhängen, die meisten Leute kleben ihn an die Wand und das Ganze haben wir dann als kleines Modell noch, wenn es einer gerade so mitnehmen möchte. Für den Kühlschrank. Für den Kühlschrank. Die liegen in allen Filialen bei uns aus und können kostenlos mitgenommen werden. Wir sind tatsächlich im Globus in St. Wendel. Ich zeige mal gerade das Wetter. Heute ist es um die 11 Grad warm. Ist es so bei euch im Sommer, Winter? Ist es jetzt ein großer Unterschied von dem anderen? Ja, Sommer und Winter, das merken wir extrem. Also der Sommer an sich ist etwas ruhiger, weil viele Leute auch in Urlaub sind. Dann kommt so die Herbstphase, das ist so die Hochzeit in der Reinigung. Und der Winter ist eine schöne Zeit, der ist sehr gemischt. Hier vorne haben wir im Übrigen jetzt auch so Aufsteller hingestellt, um einfach nur die Eingangstüre zu schützen. Manchmal fahren hier Fahrräder in einer solchen Geschwindigkeit durch und vergessen total, dass hier auch Eingangsbereiche sind. Und wenn dann unser Kunde oder manchmal laufen auch Kinder nach draußen und die sind dann etwas geschützt dadurch, dass wir jetzt diese Aufsteller davor gemacht haben. So, live aus St. Wendel. Das wichtige Thema Reinigen. Also wenn Sie Lust haben, kommen Sie vertrauensvoll zu Reinigungsmeister Volker Müden und dem Team jetzt auch in St. Wendel. Du hast stark expandiert von 3, glaube ich, auf 8 Filialen. Genau. Und ja, ich wünsche dir noch viel Glück für die neue Eröffnung. Danke. Es geht stark bergauf und wenn Sie Lust haben, Sie wissen ja jetzt, wo es ist. Es ist rechts neben dem Haupteingang im... Und neben dem Blumenladen. Neben dem Blumenladen. Den kennen eigentlich alle. Komm, wir halten noch mal ganz kurz drauf, den Blumenladen. Genau. Der hat nämlich so schön geschmückte Moment. Da ist er. Ja, die machen da noch viel für Weihnachten und das ist was fürs Auge. Naturals, so heißt er, aus Liebe zu Blumen. Und hier vorne haben die auch ausgestellt und da vorne ist auch der Haupteingang. Ja, vielen Dank, Volker. Tschüss. Vielen Dank, Sven.